Hau ab oder stirb, ich bin ein Hexer, etwas Schnaps. Wie wär's, wenn ich euch einen ausgebe? Wieso das? Ich habe Gold. So einfach ist es. Ich trinke nicht mit Fremden. Wir trinken eine Runde zusammen, dann sind wir keine Fremden mehr. Anschließend geht jeder seiner Wege. Und welcher wird deiner sein? Sehe ich das nur so oder geht dich das einen Scheißdreck an? Ich glaube, ich muss gleich kämpfen. Ich hab mich wohl verhört. Hast du nicht? Er hat dich beleidigt. Oh, Mama, Mama. Dann muss ich ihn wohl töten. Na, dann mach das doch. Probier's doch aus. Gib den was zum Ficken! Ey, Junge, zieh doch. Ziehst du ein Schwert, bitte? Der zieht das Schwert nicht. Der zieht das steppte Schwert nicht. Super, jetzt habe ich wieder ewig nicht gespeichert gehabt. Ich habe das Ganze beim Händler und alles nicht gespeichert. Oh, jetzt habe ich eine Reise, jetzt habe ich beim Reisen wieder gespeichert. So ein Dreck da. Das. Ich verstehe es einfach nicht, ich verstehe es nicht. Manchmal kann das Spiel so. Gib den Teufeln was zum Ficken! So, jetzt haben wir den Scheiß da. Boah, Jungs. Weißt du nicht, was geschieht, wenn der Baron von diesem Massaker erfährt? Das Dorf. Er wird es niederreißen, bevor jemand sagen kann, dass es ein reisender Mutant war. Er hat eine eiserne Faust. Wo ist Hendrik? Bist du taub? Verstehst du nicht? Der Baron wird das nicht durchgehen. Oh ja, der wird das durchgehen lassen. Euer Baron ist kein Trottel. Er wird wohl kaum glauben, ihr Einwohner hätte seine Männer mit Feldwerkzeug niedergemacht. Wo ist denn nun Hendrik? Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Im Hinterausgang. Es sind noch mehr Männer des Barons im Dorf. Kein Grund, sich um mich zu sorgen. Genau, ich mit Slav. Keinen Ärger mehr. Ist besser für dich und für mich. Soll ich wirklich den Hinterausgang nehmen? Oder gehen wir über den Vorderausgang raus? Ich glaube, wir gehen da mal verbesserte Waffen. Naja, das falsche Schwert genommen. Das ist dein Tag. What the hell? So. Jungs. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Das ist jetzt scheiße, aber jetzt ist der scheiß Zauber wieder weg. Komm. Ist noch einer da? So, jetzt haben wir euch da ein bisschen gerettet, dass da mal wieder was passiert. Aber die Leichen finde ich ein bisschen scheiße, wenn ihr euch die nachher am Schluss anschaut. Die sind so schön blutüberzogen, aber... So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Verschlüsseln, benötigen einen Schlüssel.
Pferdchen, komm her da. Ich brauch dich da hier draußen. Da unten kommt es aber mal. Na, geh rauf. Bei 500 Meter Schritte gehe ich nicht zu Fuß. Soll ich irgendwie abkürzer gehen oder? Da hinten leuchtet schon das Licht. Wir können einmal ein bisschen Nahrung auch essen, dass wir uns hochheilen. Na. Lauf da so in die Richtung einmal so durch den Wald durch. Ich finde wirklich cool gemacht, das mit der Dunkelheit, mit dem Tag-Nacht-Wechsel. So wirklich auch in der Nacht, halt um 2 Uhr, das so hell ist, ist schon extrem. Ein bisschen dunkler könnte es sein, aber man kann halt dann im Spiel nichts mehr sehen. Passt, Philipp. So, da werden ein paar Gegner, aber das ist mir eigentlich egal. Wir reiten gleich mal hinein. Komische Luft, als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Der Nebel. So. Hinten. Ja, dann gehen wir mal da hinein. Keine Ahnung, was da jetzt gleich passiert. Wieso mache ich jetzt Feuerschaden eigentlich mit meinem Speer teilweise? So. Schauen wir mal, was der Herr Hendrik mit uns zu reden hat. Lass mich zufrieden, wer immer du bist. Verschwinde. Wie er Angst hat. Beruhige dich. Es ist vorbei. Ah, okay. Ich habe ihm jetzt einen Gedankenmanipulation gemacht. So, was ist mit ihm los? Alles vorbei. Alles hoffnungslos. Alles vorbei. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzählt mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Hä? Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Alle Lichter gehen auf einmal aus. Was ist das? Ist das die Eisarmee oder was? Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Man flehte ihr. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Wie können die Eisarmee das Dorf umbringen, verbrennen, wenn die Feuer das ganze Feuer ausgelöscht haben? Muss man auch nicht alles verstehen, oder? Die Geister waren hier nur kurz.
Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Hä? Ja. Und was erwartet uns jetzt? Schauen wir, ob wir nur noch irgendwelche Gegenstände haben. Finde den Agenten des Namens Hendrix. Und schauen wir noch kurz in die Hütte hinein. Ja, da ist schon die Spur nach draußen. Eisspuren um die Fußabdrücke. Wirklich? What the hell? Ja, da liegt er. Da liegt der liebe Hendrix. Vermute ich einmal. Aufgeschlitzt bis ins... Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Ich sollte es in die Hose tun, vielleicht ist die Jacke... Schauen wir mal die Jacke an. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Na dann, Stiefel, würde ich sagen. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Ja, ich habe schon gesehen, wer da ist. Unterhalb sicher eine Tür, die in den Keller führt. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Die Kommentare sind einfach das Geilste, was es gibt. Was er teilweise abgibt. Da. Ah, ich hätte die drei Leiter auch benutzen können. Vermisst, Tamara Streng, Tochter des blutigen Barons, vermutet, entführt. Großzügige Belohnung für diejenigen, der sie findet. Wertsachen nicht weggeschlossen. Fast als Auslage. Verstand verloren? Oder... Untersuchen eine Geheimtür? Interessant. Was? Hinten ist noch ein... Da ist das Plakat, das haben wir schon. Irgendwo ist da jetzt was aufgegangen. Licht machen. Wo ist da was aufgegangen? Hab ich da gerade gehabt, was zum Untersuchen? Benutzen? Ah, da. Hab mir schon gedacht, wo das jetzt wieder hin verschwunden ist. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrix tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht, betrunkener Schwein, Kampf mit der Hexe. Boah, vermisst und gesucht, schauen vermisst wir mal. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Das bin Neidet ich. In Kontakt mit anderen. Das bin ich selber. Betrunkenes. Wir kommen zurück, Philipp. Der sogenannte Baron brachte das Objekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe. Das Objekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit. Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Sie haben mitbekommen, dass Hendrix nach Ciri sucht. Darum die Folter. Okay. Ich bin zu spät.
mein einziger Hinweis, der Baron. Und eine Hexe. Ja. Verdammt. Das hat genau gar nichts gebracht, hier unten. Ja, benutzen. 100 Erfahrungspunkte für die Mission bekommen. Begib dich zur Burg des Barons, wir haben den Quest abgeschlossen. So, und ich würde sagen, wir haben jetzt nämlich 23 Uhr nämlich schon. Und ich werde auch heute den Stream beenden und deswegen jetzt mal auf YouTube hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wann auch immer der Part kommen mag. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann, wenn es wieder weitergeht, mit The Witcher Wild Hunt. Bis dann, tschüss.